Plans for the wall have been approved. Cuban commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. Have also aligned themselves with people to test ballistic missiles. Calypso Media präsentiert eine Limbic Entertainment Produktion. Bürger von Tropico, dank mir ist Tropico ein großartiges Stück vom Paradies. Aber die Werte unserer Heimat sind bedroht. Bedroht durch Populisten und Despoten, angebliche Heilsbringer. Ich, El Presidente, werde das verhindern. Ich akzeptiere die Nominierung für eine weitere Amtszeit. Ich werde Tropico noch schöner, noch besser und noch größer machen. Statt Mauern werde ich Brücken bauen, die Tropicos Inseln und Menschen miteinander verbinden, statt sie zu trennen. Neue Transportmittel werden euch und unseren Besuchern großartige Chancen des Austausches ermöglichen. Ich werde Vielfalt, Kultur und die Wunder der Welt nach Tropico bringen, auf dass die anderen Nationen mit Bewunderung auf unsere Heimat blicken. Wählt El Presidente! Wählt Tropico 6! Sonst... Tropico 6. Va bene. Und damit herzlich willkommen bei die Tropico, die Nummer 6 ist. Mein Name ist El Presidente und heute muss ich erstmal gucken, wie wir uns den Bürgern gegenüberstellen. Wir können uns erstmal auswählen, wie wir aussehen. Ehrlich gesagt, die Schultern müssen gestrafft sein. Die Mundwinkel müssten eigentlich, ja, nach oben gehen vielleicht ein bisschen. Nein, Anpassungsmodus bitte nicht verlassen. Wir wählen uns erstmal... Oh, El Presidentin gibt's auch neuerdings. Aber wir bleiben El Presidente. Das Outfit Mafia finde ich sehr schön. Standard. Modernes Geschäft. Wir müssen natürlich auch uns den Zeiten ein bisschen anpassen. Pirat wäre auch schön. Akademische Bekleidung. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das sieht aus, als wäre ein kleines Mädchen in einem Horrorfilm. So, Pharao. Römischer Kaiser ist gesperrt momentan. Das ist alles gesperrt. Das finde ich nicht gut. Was haben wir hier? 70er. Das können wir momentan machen. Ich hätte am liebsten Mafia, wenn ich ehrlich bin. So, und den Hut, auch da müssten wir vielleicht Mafia machen. Soldat, Mafia, Pirat, akademische Bekleidung, Pharao. Der römische Kaiser, der würde mir sehr gut gefallen, geht aber gerade noch nicht. Baskenmütze? Nee, lass mal. Mach ich mal lieber, oder kein Hut. Ich mach mal keinen Hut. So, Accessoire. Boah, die Pfeife finde ich fast noch besser als die Zigarre. Ich bin... Das ist natürlich cooler, aber das ist lustiger. Ich bin echt... Ich mach einfach. Pilotensonnenbrille. 70er-Jahre-Sonnenbrille. Okay. Quadrat. Das sieht aus wie ich. Das sieht aus wie... Das... Okay. Gitter, ich... Warum? Was ist hier los? Bart Standard. Ah, Pharao. Kinnriemen. Ziegenbart. Schnurrbart. Oberlippenbart. Und kurz. So, ich bleib mal bei Standard aus Gründen des Egoismus. Haare auch hier Standard. Hier gibt's noch... Oh, die sind alle noch gesperrt.
Wir spielen übrigens eine Vorab-Version, also nicht wundern, es kann passieren, dass ab und zu mal sowas vorkommt. Dies ist gerade eine kleine Vorab-Version, die wir spielen. Deswegen nicht böse sein, wenn nicht alles funktioniert. Ihr wisst ja, wie das ist in den Tropen. Manchmal passiert das. Ethnischer Typ, Latino. Ah, gut, bin ich Latino. Bartfarbe, braun. Grau. Okay, ich bleib mal bei braun. Outfitfarben. Hauptfarbe. Ehrlich gesagt, mache ich das mit dem Schwarz eigentlich sehr gerne. Das würde ich ja auch. Das passt gut zum Schnuller auch. Aber ich bleib mal bei Schwarz. Und Sekundärfarbe. Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, okay, die finde ich ganz gut. Die hellgraue finde ich ganz gut. Gold, ja, Silber sieht ganz gut aus. Ich nehme mal Silber. So, Silber passt auch ganz gut. Haarfarbe kann man natürlich auch theoretisch grau machen. Blond, rot, blau. Okay, da ist vieles möglich offenbar heutzutage in der Politik. Schwarz. Okay, wir sind bei diesem Braun. Ich glaube, das lasse ich mal. Vielleicht können wir das auch später noch ändern. So, was haben wir denn hier? Präsident, Merkmale. Oh. Irgendwie normal. Sie sind ein Meister der Anpassung, haben Durchschnittlichkeit zur Kunstform erhoben. Sollte es eine noch unscheinbarere Person auf der Welt geben, dann ist sie noch niemandem aufgefallen. Kein Gameplay-Effekt. Okay, korrupt. Alle Zahlungen auf Schweizer Nummernkonto werden um 5% erhöht. Manche mögen sie der Korruption bezichtigen, doch sie tun ihren Freunden einfach gerne etwas Gutes. Und ihr Freund kann jeder sein, der angemessene Zahlung als Gegenleistung für gewisse Gefallen bereithält, ohne dass Fragen gestellt werden. Okay, charismatisch? Die Menschen müssen sie einfach mögen. Sogar wenn sie ein Todesurteil unterzeichnen, sorgt ihr Lächeln dafür, dass irgendwie doch alles in Ordnung ist. Verbessert den Ruf bei jeder Fraktion um 2 und die Beziehung mit jeder Supermacht um 2. Das nehme ich. Rechtfertigend. Sie haben gute Entschuldigungen immer für unbezahlbar gehalten. In ihrer Karriere haben sie ihren Ausflüchten aus so mancher Notlage geholfen. Und ihr knuddeliger Dackelblick bringt sogar die Herzen ihrer gnadenlosesten Feinde zum Smelzen. Der Rufverlust für das Ablehnen von Forderungen sinkt um 50%. Teilnehmer von Protesten, die gewaltsam beendet wurden, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Rebellen zu werden. Dann aber noch manipulativ. Sie haben zwar nie mehr gewusst, wie sie ihren Willen bekommen. Obwohl manche sie als hinterhältig und verschlagen bezeichnen, ist es ihnen noch immer gelungen, Menschen mit solchen negativen Ansichten zu diskreditieren. Die Erhöhung des Rufs, die durch das Loben von Fraktionen steigt um 50%. Die Verschlechterung der Beziehung zu Supermächten, wenn sie um finanzielle Unterstützung gebeten werden, sinkt um 25%. Eine Supermacht zu loben, verbessert die Beziehung um einen zusätzlichen Wert von 25%. Also Arschkriechen. Pyromanisch. Es ist nicht so, dass sie ihren Drang zum Abfackeln von Dingen nicht kontrollieren könnten. Sie haben es einfach noch nie versucht. Ihr bescheidener Wunsch ist es, die Schönheit in jeder Flamme hinaus in die Welt zu tragen. Nach einem Besuch von El Presidente besteht eine Chance von 5%, dass das Gebäude in Brand geraten. Okay, 3D-Wunderkind. Erhöht die Lagerkapazität aller Gebäude. Ja! Die Ladekapazität aller Transporteure. Ja! Und Schiffe. Ja! Und die maximale Passagieranzahl. Ja! Von Flugzeugen und Touristenschiffen. Ja! Um 5%. Ach so. 50 wäre schön. Workaholic. Erhöht die Effizienz aller Gebäude um 1%. Senkt die Arbeitszufriedenheit aller Gebäude um 2%. Nee, sehe ich nicht. Also Lagerkapazität oder charismatisch? Ich nehme charismatisch, glaube ich, oder? Oder Lagerkapazität? Ich nehme charismatisch. Komm, Lager können wir immer bauen. So, Palast. Grundriss, Zentrum. Okay, das geht mir zu weit. Ich will eigentlich spielen. Aber links. Oh, oh, ach du Heilige. Ach du Heilige. Uff. Ich finde das hier eigentlich ganz schön. Aber es ist asymmetrisch, das gefällt mir nicht. Links, Zentrum, Vorgarten. Das mit dem Vorgarten finde ich schöner irgendwie, ne? Da kann man noch ein bisschen was machen. Hinterhof auf keinen Fall. Leute müssen erstmal, wenn die auf die Auffahrt fahren, müssen die natürlich sehen, was wir haben. Das ist immens wichtig. Das hier sieht so, ja, durcheinander aus. Mag ich nicht. Geteilt, ja, geteilter Palast. Gut, dann können vorne, huch. Hier vorne können natürlich dann, ne, da kann natürlich dann die Kackarbeiten stattfinden und hier hinten ist dann unser Privathaus. Das würde auch gehen, aber ich mag Vorgarten eigentlich lieber. Der Weg aus Gras, Pflasterstein, Kies, roter Teppich, ja, na klar. Oh, ist gesperrt. Ist gesperrt. Gelbe Ziegelstraße ist das hier, wie heißt es nochmal, von einem Wizard of Oz? Die gelbe Ziegelstraße muss ich dann zweimal mit dem Hacken zusammenschlagen. Planken, Gras, Pflasterstein, unregelmäßiger, sternförmiger. Ich mach mal sternförmiger. Ich will aber, eigentlich will ich roter Teppich haben. Besitzen Sie Schloss Neuschwanstein und das Taj Mahal zur gleichen Zeit? Was? Okay, das will ich haben. Grenze Ziegelmauer.
Ich mach Hecke, ne? Verputzte Wand geht auch schön. Viktorianisch auch schön. Sieht man von hier nicht. Leichtes Militär, gerüstetes Militär. Im Zeitalter Weltkriege oder später angezeigt. Schließen Sie Supermacht-Verteidigungsmissionen ab. Okay. Viktorianisch finde ich eigentlich ganz schön. Aber Hecke ist noch schön. Ich mach Viktorianisch. Garten Top Secret. Pool, Bunker. Ich glaube, da fehlt das Icon noch. Heckenlabyrinth. Ein Koi-Teich. Erreicht die Bevölkerung. Sandbox. Steingarten auch schön, aber ich will einen Koi-Teich. Den Pool. Ja, den Pool. Komm, wir nehmen den Pool. Machen wir erstmal. Kleine Deko. Oh, Banner. Auch schön. Fahnenmast. Lufttänzer. Ach, diese komischen. Okay, im Zeitalter der modernen Zeit oder später angezeigt. Okay. Wir legen auch gleich los, ne? Nicht ungeduldig werden. Fahnenmast finde ich schön, ist aber alles militärisch hier, ne? Aber Banner, Tropikus, Flagge. Amphoren, Blumentöpfe. Ich nehme mal ruhig die Banner. Blumen ist auch schön, aber die Banner, ja, kann man auch mal machen. So, mittlere Deko. Hecke, das ist hier drüben. Teich. Okay, das ist echt Billo da unten. Die Hecke, Hecke mit Blüten. Wow, Teich. Geht ein bisschen unter beim Pool, ne? Der Teich mit Brunnen. Ich mach Teich mit Brunnen, auch wenn es untergeht. Die große Deko, Felsbrocken. Kann ich das schon hier sehen? Nee. Ach doch, ah! Große Deko, Kirsch. Oh, Kirschbaum. Eine Statue von El Presidente. Okay, da fehlt der Körper gerade noch. Im Zeitalter Weltkriege. Ein riesiger Brunnen. Ein Brunnen gottisch. Brunnen, Pavillon, Meteorit. Ein Ulkholzbaum. Statue von El Presidente ist momentan noch gesperrt. Okay. Schließlich alle. Weil ich ihn gerne mag, ich würde gerne den Kirschbaum nehmen. Wasser haben wir schon so viel, aber so ein schöner japanischer Kirschbaum. Kirschblütenallee, ihr wisst. So, in den Palast können wir hier noch gucken. Farbe Schicht 1, Fensterstil Standard. Okay, Ledertextur noch. Okay, wir haben momentan Standardfenster. Hier mal diese hier. Vielleicht laden die gleich noch nach. Ich weiß noch nicht genau. Wie gesagt, ja, da haben sie nachgeladen. Wie gesagt, ist gerade Vorabversion. Verputzt. Ich nehme verputzt, weil das ist heller. Mag ich lieber. Farbe Schicht 1. Oh, beige. Nehme ich auf jeden Fall beige. Sieht ein bisschen golden aus. Oder orange. Sahne. Ja, komm, das sieht golden aus. Und den Rest lasse ich weiß von oben. Das sieht edel aus. Komm. Glaube ich. Ne, das sieht aus wie ein goldener Palast. Das kann man ruhig mal... Ja, das kann man anbieten. So, verlassen. Ich hoffe, das wird gespeichert. So, da sind wir jetzt ein bisschen im Hauptmenü. So sieht es hier aus im Hauptmenü. Fortfahren kann man noch nicht. Ich habe noch gar nicht gespielt. Das ist mein allererstes Mal. Die Anpassung haben wir gerade gemacht. Bei den Extras gibt es noch Abspann und Intro. Abspann gucke ich mir noch nicht an. Will mich ja nicht spoilern. Multiplayer würde ich auch gerne mal irgendwann ausprobieren. Aber jetzt natürlich erstmal neues Spiel. Tutorial. Machen wir erstmal... Was ist denn da los? Machen wir erstmal das Tutorial. Kapitel 1. Grundlagen und Wirtschaft. Na gut. So, da sind wir auch schon. Tutorial Kapitel 1. Willkommen bei Tropico. Sie sind El Presidente, der Diktator von Tropico, einer kleinen, aber gedeihenden Nation irgendwo im Karibischen Meer. Sie werden bauen, expandieren, handeln und Gesetze verabschieden, um Tropico durch vier turbulente historische Zeitalter zu führen, in denen sie sich globalen Supermächten entgegenstellen müssen, während sie sich gleichzeitig um die politischen Fraktionen im Inland kümmern. Wie wird man sich an sie erinnern? Sind sie ein wohlwollender Anführer, der sich um die Menschen sorgt, oder ein Diktator, der mit eiserner Hand regiert? Wie auch immer sie sich entscheiden, das Wichtigste ist es, die Kontrolle zu behalten. Hola, Presidente. Oh, Penultimo. Der Penultimo ist auch wieder da. Hola, Presidente. Ich bin's, euer loyaler Penultimo. Ich habe eine Übung für euer mächtiges Gehirn dabei. Nur eine Formalität, euresgleichen, was? Auch ein politisches Genie muss üben. Bitte demonstriert ein paar eurer Regierungstechniken, mit denen der Plan der Nation von Tropico euren makellosen Willen aufzuerlegen. Penultimo ist bereit, in Ehrfurcht zu erstarren. Penultimo! Schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben ab 0 von 4.
Sie haben soeben Penultimo getroffen, Ihren persönlichen Assistenten und loyalsten Berater. Er hat Ihnen eine Hauptaufgabe vorgelegt, die Sie abschließen müssen, um die erste Tutorial-Lektion zu beenden. Hauptaufgaben werden automatisch angenommen und in der Aufgabenübersicht auf der linken Seite des Bildschirms mit einem goldenen Symbol angezeigt. Die Aufgabenübersicht listet alle Aufgaben auf, die Sie erhalten, und zeigt eine kurze Zusammenfassung sowie Ihren Fortschritt bis zum Ziel an. Das Ziel einer jeden Tutorial-Lektion ist es, eine bestimmte Anzahl an Aufgaben zu erledigen. Dies ist die erste Tutorial-Aufgabe. Sie werden alle Tutorial-Aufgaben abschließen müssen, um die Lektion zu beenden. Tutorial-Aufgaben werden genau wie die Hauptaufgabe automatisch angenommen und in der Aufgabenübersicht angezeigt. Hier. Aber Sie können über den Aufgabenbildschirm trotzdem noch auf alle Aufgaben mitsamt Ihren Texten und allen Ihren Zielen zugreifen. Erledigen Sie jetzt die unten aufgeführten Ziele nacheinander. Hier. Um diese Aufgabe abzuschließen, öffnen Sie den Aufgabenbildschirm und sehen Sie sich jede aktuelle Aufgabe an. Annehmen. So, dann gucken wir mal. Lektion 1, Einführung und Steuerung. Hola, Presidente, ich bin euer loyaler Penultimo. Das hatten wir gerade schon. Kurs halten. Dies ist die erste Tutorialaufgabe. Sie werden alle Tutorialaufgaben abschließen müssen, um die Lektion zu beenden. Tutorialaufgaben werden genau wie die... Ach, die Musik, ich liebe die Musik. Ich will mittanzen. So, automatisch angenommen und in der Aufgabenübersicht angezeigt. Aber Sie können über den Aufgabenbildschirm trotzdem noch auf alle Aufgaben mitsamt Ihren Texten und all Ihren Zielen zugreifen. Erledigen Sie jetzt die unten aufgeführten Ziele. Öffnen Sie den Aufgabenbildschirm, dann sehen Sie sich jede Aufgabe an. Das haben wir gemacht. Ich will hier einen Haken hinter machen. So, als erster Schritt auf dem Weg zum größten Diktator der Welt ist es wichtig, die Kamera steuern zu können, damit Sie Ihre Nation von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten können. Üben Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Kamerasteuerung. Hinweis, bitte folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Schwenken, drehen, neigen, heran und herauszoomen. So, Kamera schwenken. Schwenken? Achso, einfach nur so. Kamera zoomen. So. Archipelansicht. Wenn Sie eine bessere Übersicht haben wollen oder die Kamera schneller an einen anderen Ort bewegen möchten, dann ist die Archipelansicht das richtige Werkzeug. Sie können die Ansicht direkt oder automatisch aktivieren, indem Sie herauszoomen. In der Archipelansicht können Sie die Kamera wie gewohnt schwenken und drehen. Durch Heranzoomen wird die Archipelansicht wieder beendet. Sie können die Archipelansicht nutzen, um wieder zu Ihrem Palast zu kommen, falls Sie sich während der letzten Aufgabe beim Kennenlernen der Kamerasteuerung verirrt haben. Archipelansicht aktivieren und deaktivieren. Okay, ich habe mich verirrt. Hola, hola, oh, es ist wunderschön hier. Wunderschön. So, ich habe mich verirrt. Archipelansicht. Jetzt, da Sie die Kamera gemeistert haben, können wir uns ansehen, wie Sie die Zeit kontrollieren können. Sie können das Spiel pausieren und zwischen verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen. Pausieren Sie die Spielzeit, lassen Sie die Spielzeit weiterlaufen, stellen Sie eine vierfache Spielgeschwindigkeit. Alles klar. Das ist hier unten. Oder hier erstmal pausieren. Aha. Zeit weiterlaufen lassen. Vierfache Geschwindigkeit. So, einfach. Ich bin stolz auf euch, Präsident. Ah, danke schön. Ihr herrscht uneingeschränkt über Tropico. Oh, nicht doch, nicht doch. Ich habe es besonders genossen, euren Palast aus all den Blickwinkeln und Entfernungen zu bewundern. Unglaublich. Danach sollte es eine Kleinigkeit sein, in einem Jahrhundert voller turbulenter politischer Herausforderungen an der Macht zu bleiben. Eure treuen Bürger tun, was immer ihr ihnen sagt, Presidente. Sie sind natürlich nicht so loyal wie Penultimo und niemand könnte das sein. Aber sie sind gut darin, Gebäude zu errichten, Waren herzustellen und zu transportieren, sowie generell die Wirtschaft am Laufen zu halten. Schließen Sie alle Tutorialaufgaben ab. Wenn Sie der größte Diktator der Welt sein wollen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine volle Staatskasse für alle notwendigen Ausgaben haben. Kein Problem, ausbluten, zack. Die grundlegende Art, in Tropico Geld zu verdienen, besteht darin, Güter zu produzieren und sie zu exportieren. Die Hafenanlage und das Transportbüro sind das Fundament des Exports. Transporteure holen Waren von Produktionsgebäuden und liefern sie zur Hafenanlage. Sie werden dort gelagert, bis der nächste Frachter eintrifft. Die Frachtschiffe laden und exportieren automatisch die Waren, die in der Hafenanlage gelagert sind. Wenn Sie die Grundfunktion eines Gebäudes überprüfen möchten, können Sie es auswählen, um sein Infofeld zu öffnen und seine Beschreibung zu überprüfen. Wählen Sie das Transportbüro aus und sehen Sie sich den Reiter Beschreibung an und die Hafenlage auch noch. So, Transportbüro. Erstmal gucken, wo es ist. Das ist denn meine Transportbüro? Ich gucke rein. Oh, hier Information, Verbesserungen, Effizienz. Aber ich gucke in die Beschreibung. Organisiert die Logistik auf der Insel? Okay, ohne ein Transportbüro werden keinerlei Güter von einem Ort zum anderen bewegt. Wobei auch die Existenz eines Transportbüros nicht als Garantie dafür verstanden werden darf. Okay. Und jetzt, Archipelansicht. Beschreibung. Der Zoom ist sehr dynamisch. Oh, man kann mal weit ranzoomen.
cool. Warte mal. Okay, das ist sehr nah dran. Cool. Und ich habe die Geschwindigkeit genau vom Boot. Wenn es mitläuft. Das ist ja nice. Das muss extra sein. Das finde ich sehr gut. So, die Hafenanlage. Umladezentrum für Logistik kümmert sich um den Import und Export von Waren, die Ein- und Auswanderung von Menschen und senkt die Sicherheit in der Nähe. Hafenanlagen bieten auf jeder Insel Tropico Seeleuten die Infrastruktur zum Be- und Entladen von Fracht. So, Effizienz, Arbeitsmodus minus 20, das finde ich nicht gut. Einkommen, Einstellungen. Arbeitsmodus Spürhunde, da kommen wir gleich noch zu. Gute Verbindungen. Die Transportlastwagen sind bereits damit beschäftigt, Mais von ihrer Plantage sowie Felle und Fleisch von der Farm zur Hafenanlage zu transportieren. Es gibt auch ein Bergwerk, das Gold produziert, aber nicht durch eine Straße mit dem Transportbüro verbunden ist, sodass sie die Minen nicht erreichen können. Gebäude, die keine Güter produzieren, vorübergehend lagern oder empfangen, benötigen keine Straßenverbindung. Verbinden Sie das Bergwerk mit einer neuen Straße, sodass sie mit dem bestehenden Straßennetz verbunden ist. Sekunde, Gebäude, die keine Güter produzieren, vorübergehend lagern oder empfangen, benötigen keine Straßenverbindung. So, Bergwerk verbinden. Dort ist es. Das ist unser Bergwerk. Und wir müssen es bauen. Straße. Ganz kurz. Plantage, Farm, Industrie. Wir haben noch nicht alles freigeschaltet. Hier fehlt noch eine Menge. Aber wie man sieht, es wird eine Menge geben. So, Straße. Und jetzt von hier. Einfach... Oh, okay, muss ich... Da sind Häuser. Ist egal, ich mach die platt. Gebäude ist im Weg, ist mir Wurst. Auftrag abgeschlossen. So. Alles Liebe aus Tropico. Jetzt, da das Bergwerk mit dem Straßennetz verbunden ist, werden die Transporteure das Gold zur Hafenanlage transportieren. Der nächste Frachter wird das Gold automatisch exportieren, wodurch sie Geld verdienen, das ihre Staatskasse bereichern wird. Jedes Mal, wenn ein Frachter eintrifft, zeigt eine Newsfeed-Nachricht das Geld an, das beim Export verdient wurde. Ihre aktuelle Staatskassenbilanz wird permanent oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Hier oben! Beachten Sie, dass Sie Geld in der Staatskasse haben müssen, um neue Straßen und Gebäude bauen zu können und dass stetige Kosten wie Unterhaltskosten für Gebäude und Löhne für Arbeiter Ihre Staatskasse im Laufe der Zeit aufzehren werden. Denken Sie daran, dass Sie die Spielgeschwindigkeit erhöhen können, wenn das Warten auf den Frachter zu lange dauert. 50 Gold exportieren bitte. Okay, kann ich jetzt hier oben aber auch gucken, was momentan... Einnahmen. Okay, Einnahmen laufen momentan. Schweizer Nummernkonto 0. Da haben wir momentan nichts. 40 Arbeiter. Gut. Dann schalte ich mal... Kann ich auf 4? Oh. Ich habe gerade Hotkey 1, 2, 3. Das ist die 1. 2 ist Bauen. 3 ist Übersicht. 4 ist Stadt. Lokaler Wert. Okay, Elektrizität. Ah, oh, das werden wir noch brauchen. Sicherheit. Freiheit. Spaßabdeckung haben wir noch gar nicht. Glaubensabdeckung haben wir auch noch nicht. Das kommt alles noch. Interessant. Inforaster, das müsste es sein. Okay, komm, wir machen vierfach. Vierfache Geschwindigkeit. Mal gucken, was das Feld dazu sagt. Ich will wissen, wie es wächst. Ja, da wächst es. Ja, Mais. Mais ist Gold für den Bauch. Das ist unser Werbeslogan hier. So, Fracht hat gerade 3000 Dollar gebracht, aber hat jetzt das Gold abgeholt, glaube ich. Und wir müssen das natürlich noch exportieren. 0 von 50, wir haben noch nichts exportiert. Oh, da ist der Mais reif. So. Da liegt... Ich glaube, da liegt Gold. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsste gleich abgeholt. Ja, Alter, die ganzen Goldbarren. Kann ich bitte auch so eine Mine haben? Was ist denn das hier? Sind das Blumen? So, da laufen gerade Polizisten. Die werden bestochen. Oder die Beatles machen gerade ein Foto. Ach so, das sind die Minenarbeiter. Alles klar. Jetzt haben wir schon zwei Dinger. Zwei Paletten Gold. So, da wurde eine Palette abgeholt. Seht, ein Boot. Von hier aus wird es so klein. Aber selbst ihr könntet vermutlich keines hochheben. Die Sifi zu sehen, die nach Tropico kommen und unsere Waren mit hinaus in die Welt nehmen, erwärmt Penultimus Herz. Nicht, weil unsere Güter nicht gut genug für die Bewohner von Tropico sind, sondern weil wir viel mehr Geld verdienen, wenn wir sie in unsere ahnungslosen Exportpartner verkaufen.
Andere Einkommensquellen sind Dienstleistungsgebäude und Wohngebäude. Die Gewinnmarge ist nicht so hoch wie bei Exporten, aber die Einnahmen werden ihrer Staatskasse jeden Monat als Miete oder im Fall von Besuchergebühren der Dienstleistungsgebäude direkt gutgeschrieben. Errichten Sie jetzt Ihre erste Taverne, um Ihren Bürgern Spaß zu bieten und etwas mehr Einkommen zu erhalten. Nachdem Sie den Standort bestätigt haben, werden Arbeiter des Baubüros zur Baustelle geschickt, um das Gebäude zu errichten. Hinweis: Die Mieter von Wohngebäuden innerhalb des grünen Bereiches wird bei der Platzierung der Taverne angezeigt, werden die Taverne mit einbeziehen, wenn sie auf der Suche nach Spaß sind. Taverne bauen 0 von 1. Erstmal hier wieder runter. Bauen. Unterhaltung. Taverne. Taverne war. Achso, ich muss die hier. Kann ich die auch so drehen? Ja, ich kann sie einmal mit dem Mausrad drehen. Ja, dann bauen wir mal. Das schauen wir uns natürlich an, wie das gebaut wird. Hier können wir auch in die Häuser reingehen. So sehen die von innen aus und die Texturen so von Namen. Das bringt der krasse Zoom natürlich ein bisschen mit sich. So. Aber ich finde es trotzdem geil, dass man so nah ranzoomen kann. Verlaufen? Martina Perez, Tropicana. Bestechen, töten, folgen. Ich würde sie gerne umbenennen. Zufriedenheit, Gedanken. Gott ist gut, ich vergebe 5 Sterne. Habe ich heute lange genug in der Bibel gelesen? Schwer zu sagen. Ich bin nicht arbeitslos. Ich bin gerüstet für sofortige Arbeitsaufnahme. Ich weiß, Gott ist überall, aber er könnte wenigstens eine Außenstelle in der Nähe unterhalten. Die Leute wollen Glauben haben, das kommt wahrscheinlich bald. So, Gebäude im Bau ist hoher Priorität, aber momentan ist es auch das einzige Gebäude. Kommt hier bald mal jemand arbeiten? Wen haben wir denn da? Schön, Sie zu sehen. Michael Schmidt. Ist das nicht Smudo? Smudo heißt doch Michael Schmidt. Okay, alles klar. Smudo ist mittellos. Das ist schade. Ging mal auf die Uni und momentan arbeitslos. Ja gut, Musiker nennen wir das heute. Ja, heutzutage heißt das Musiker. So, wer ist das? Welch ein Tag. Annie Smith ist eine Frau. Ah, alles klaro. So. Ich glaube, hier wird gerade gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da haben wir einen Bauarbeiter. Alejandro Alvarez. Geht zur Baustelle. Warum ist hier keiner? Ich könnte schnell bauen. Kostet $600, aber ich baue... Schönes Wetter. Ja, hau ab. So, da ist Alejandro. Alejandro ist schon bereits am Kloppen und Hämmern. Und ich wollte es langsam gucken. Ich wollte gucken, wie das langsam aufgebaut wird. Dafür, dass nur einer baut, ist das, ne, das ist schon ganz gut. Muss man einfach mal zugeben. Ich wollte die verschiedenen Baustufen bei diesen ganzen Städtesimulationen oder generell Aufbausimulationen. Ach, guck mal, der Frachter, der 6000. Rebellenbedrohung niedrig. Gut. Bei diesen ganzen Aufbausimulationen gucken wir wahnsinnig gerne mal diese Stufen, wie das gelöst wurde, die Gebäude aufzubauen. Ne, je nachdem, manchmal gibt es da so Tricks und Kniffe, dass da einfach was hochgebaut wird, irgendeine Plane und plötzlich ist das Gebäude da. Aber sowas mag ich immer sehr gerne, wenn das verschiedene Stufen hat und plötzlich da ist. Okay, gut. Ja, so viel dazu. Veredelte Güter. Einige Güter können zu verarbeiteten Gütern veredelt werden, um bessere Exportpreise zu erzielen. Im Allgemeinen ist das die Arbeit der Industriegebäude. Sie können die Felle aus ihrer Rinderfarm in einer Gerberei zu Leder weiterverarbeiten lassen. In diesem Fall bringen die Transporteure die Felle nicht für den Export zur Hafenanlage, sondern zu einer bereits erbauten Gerberei, die mit dem Straßennetz verbunden ist. Solange die Gerberei besetzt ist und noch Felle auf Vorrat hat, wird sie diese nutzen, um Leder herzustellen. Eine Gerberei bauen und Leder herstellen, das machen wir natürlich super gerne. Haben wir eine Rinderfarm? Ich will gucken, wo sie ist. Ah, hier ist sie. Dann baue ich die Gerberei nämlich ein bisschen in die Nähe, dann müssen die nicht so rumfahren. Ach so, ich kann die sowieso nicht hier hinbauen. Ja gut, dann machen wir natürlich hier. Ah, ach so, das ist der Fall zur Straße. Jetzt so rum. Stell ich mal kurz hoch. So, Arbeiter haben wir schon. Gebäude im Bau 3 Stück. Hier geht's ein bisschen schneller. Mit einem schönen Baukran. Ding, 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 ding. Oh, wundervoll, wundervoll. Oh, va bene, va bene. Oh. Ist interessant. Ich kann nicht sprechen, diese Sprache. Darum tue ich einfach nur so. Oh, schön hier. Na, das ist, Das sieht ehrlich aus, das sieht ein bisschen aus wie Schokoflecken, aber ist, glaube ich, Leder. Vielleicht hat da jemand gekleckert. Gott hat gekleckert. So, 50 Leder herstellen, da bringen sie gerade was rein.
So, und jetzt Arbeiter 5 von 5, Hammer, Arbeitsqualität 30, Wareneingang, Fälle 370 von 4.640 gehen da rein. Und es müssten auch, da werden es wieder mehr, 704. Also ich glaube, wir kriegen da eine Menge. Und immer wenn ich draufklicke, sehen wir auch genau, aha, das sind die Arbeiter, die da arbeiten. Die kommen jetzt natürlich erst, weil das Gebäude neu ist. Ich wusste, ihr würdet euch an diese Art der Befehlserteilung gewöhnen. Ach, natürlich, Bellultimo, mein alter Freund, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Denk daran, es geht immer um Zeug. Zeug bauen, um Zeug herzustellen. Zeug bauen, um Zeug zu transportieren. Dann Zeug bauen, um Zeug zu exportieren, damit wir unsere Taschen mit Geld vollstopfen können. Natürlich ist es vor allem die Staatskasse von Tropico, die wirklich gefüllt wird. Natürlich ist es vor allem die Staatskasse von Tropico, die wirklich gefüllt wird. Zwinker, die Zwinker. Geld verdienen ist gut, aber wisst ihr, was noch besser ist? Noch mehr Geld zu verdienen. Der Standardplan ist es, Sachen zu besorgen, um Sachen herzustellen, die man in Übersee verkaufen kann. Aber bei jedem Produktionsschritt kann man noch mehr Geld herausquetschen. Okay, das quetschen wir mal. Alle hergestellten Güter werden automatisch exportiert, aber es gibt einige grundlegende Möglichkeiten, um ihre Wirtschaft zu verwalten und so Kosten zu sparen, den Arbeitsablauf zu verbessern und ihre Profite zu erhöhen. Und genau darum geht es in dieser Lektion. Da sie momentan sowieso Leder herstellen, könnten sie sich zu einer Lederhandelsroute verpflichten, um einen besseren Preis für eine bestimmte Exportmenge zu erzielen. Eine Handelsroute kann nicht fehlschlagen und sie haben unbegrenzt Zeit, um sie abzuschließen. Exporthandelsroute aktiv für Leder 0 von 1. So, Handelsroute. Jetzt müssen wir nach Leder gucken, glaube ich. Mexiko-Handelsroute. Ananas, Ananas, Ananas. Was haben wir denn da? Ziel Mexiko, Standardeinkommen. Menge, 500 machen wir erstmal, ne? Vertrag unterschreiben. Ich mach mal gleich 3000. Da kriegen wir ein bisschen mehr für. Vertrag unterschreiben. Möchten Sie unterschreiben? Ja, das unterschreiben wir mal. Das haben wir gemacht. Mexiko wird beliefert. Ananas haben wir momentan noch nicht. Gold könnten wir theoretisch auch machen. 45% über Standard. Nach Venezuela kann ich das einfach machen. Das sieht eigentlich gut aus, ne? Komm, 2750. Ich unterschreibe einfach mal. Sie haben keine freie Handelslizenz. Kaufen Sie eine zusätzliche Lizenz oder machen Sie eine Lizenz frei? Ich kaufe eine. Scheint sich ja zu lohnen. So, alle Handelswaren nach Import, Export, nach Handelswaren sortieren. Sort by Status. Aktive Handelsrouten. Leder und Gold. Und hier kommen wir noch eine Lizenz kaufen. Eine weitere kostet jetzt 2,5. Je mehr wir haben, ne, desto mehr. Also, wir müssen mehr investieren natürlich. Reinvest. So, Abweichung 20% und 45%. Also, eigentlich sehr gut. Läuft 0 Tage. Und wir haben unendlich Zeit. Waren und Preise. Handelsroute abgeschlossen. Haben wir noch gar keine. Kommt später. Jetzt, da die Handelsroute unterschrieben wurde, sollten Sie sicherstellen, dass der Gerberei nicht die Fälle ausgehen. Also bauen wir besser eine zusätzliche Rinderfarm. Die Effizienz einiger Produktionsgebäude hängt von bestimmten Eigenschaften Ihres Standorts ab. Um Ihnen dabei zu helfen, geeignete Standorte zu finden, wird ein Inforaster die schlechtesten Standorte in rot und die besten in grün markieren. Identifizieren Sie die geeignetsten Standorte für eine neue Rinderfarm, indem Sie den Effizienzmodifikator vergleichen, der in der Bauübersicht angezeigt wird. Besitzen Sie die Aufgaben. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Farm, wobei der Rinderwert zwischen 90 und 100 liegt, platzieren Sie eine Rinderfarm am besten Ort. Verbinden Sie die Rinderfarm mit einer Straße, die mit dem bestehenden Straßennetz verbunden ist. Falls Sie ein Gebäude einmal im falschen Ort platzieren, können Sie die Baustelle auswählen und den Bau abbrechen. Ebenso können bereits fertiggestellte Gebäude über Ihr Infofeld abgerissen werden. So, dann wollen wir mal gucken. Ich würde es natürlich gerne hier in der Nähe haben. Nahrung, Ressourcen, eine Farm. Nutztier, alles klar. Und hier ist überall schön grün. Ich könnte es so machen. Könnte ich nicht. Ich baue das mal hier hin. Und dann baue ich die Straße ein bisschen weiter. So. Und schon ist es angeschlossen. Gebäude im Bau. Ich glaube, ich kann noch nichts machen, ne? Verbesserung, Effizienz. Okay. Was ist da los? Was ist da los? Ach so, hier haben wir keine Waren gerade. Das heißt, hier gehen die Waren aus. Das Gold müsste schon verschifft werden, hoffe ich. Da müsste ich bei den Handelsrouten mal gucken. Wird es dann jetzt auch dahin verschifft eigentlich? 1000. Ja, wunderbar. Das funktioniert wunderbar.
Und dann kriegen wir ein bisschen Kasching, Kasching für unser Palazzo. Oh, wunderschöne Palazzo. Fehlt nur noch die Wolkenpalazzo. So, wir sind immer noch zweifache Geschwindigkeit. Das müsste aber gleich gebaut. Naja, ja, ein Bauarbeiter wieder nur. Wir bräuchten theoretisch vielleicht noch ein Amt für Bauarbeiten. Gibt es sowas wieder? Oder gab es auch immer, ne? Industriegerberei, Landhausbaracke. Wo man Bauarbeiter ausgebildet hat. Ich weiß gar nicht mehr. Gibt es das hier überhaupt noch? Offenbar nicht. Na gut. Vielleicht später wieder. Ich weiß noch nicht. Wir werden es herausfinden. Oh, ist das schöne Insel. Den Vulkan würde ich gerne mal aus der Nähe betrachten. Die bauen da ja noch gerade. Budget. Jedes Gebäude verfügt über 5 Budgeteinstellungen, von denen standardmäßig das mittlere Budget ausgewählt ist. Das Budget eines Produktionsgebäudes wie der Rinderfarm bestimmt die Höhe der Löhne, die Attraktivität der Jobs und die Effizienz. Bei einer Rinderfarm führt eine höhere Effizienz zu einer höheren Produktion von Fellen und Fleisch. Im Reiter Effizienz des Gebäude-Infofelds werden die tatsächliche Effizienz sowie alle beigetragenen Faktoren angezeigt. Die Aufgaben. Stellen Sie das Budget Ihrer Rinderfarm auf die Höchststufe, prüfen Sie Gebäudeinfofeld der Rinderfarm den Effizienzreiter, warten Sie darauf, dass die Rinderfarm voll besetzt sind. Machen wir gleich. Ach, guck mal, hier ist ein Smiley. Das ist ja süß, wenn man einen Vulkan guckt, ist ein kleiner Smiley. Oh. Okay, das ist süß. So, hier Archipelansicht. Ja. Ist einfach nur ein Zoom raus. Logis. So, ist er effizient, ja, müssen wir komplett hochstellen. Okay. Und hier müssen wir auch noch die Effizienz hoch. Budget 63, humane Ausbeutung. Was ist hier los? Na los, na los, na los. Wo bleibt die Produktion, die große? Ich will Rinder in unserer Handtassenfabrik. Sag mal, von den Rindern kriegen wir denn nicht auch Fleisch? Kann ich hier vielleicht auch eine Räucherei oder sowas eröffnen? Übrigens, ja, ich muss vielleicht darauf hinweisen, es sind Pixelrinder, ja. Ich befürworte hier nicht, ne? Also da muss ich jetzt immer darauf hinweisen. Das ist ganz furchtbar. So, ganz schlimm. Muss man zum Trost erstmal eine Salami essen jetzt. So. So. Effizienz bestimmte. Achso, schon fertig. Falls Sie Geld übrig haben, können Sie Gebäudeverbesserungen kaufen, die bestimmte Aspekte eines Gebäudes dauerhaft verbessern. Hinweis: Obwohl Verbesserungen ein Gebäude aufwerten, erhöhen sie auch die Anschaffungskosten eines Gebäudes, sodass es länger dauert, bis das Gebäude rentabel wird. Installieren Sie Chromgerbung in der Gerberei. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber Gebäudeverbesserung ist sicherlich immer gut. Verbesserung verringert den Verbrauch von Fellen. Okay, ja gut, dann. Duftspray, kalter Krieg, was? Achso, das kommt erst im Kalten Krieg. Ich dachte, das Duftspray heißt so. Wollte schon sagen, Arbeitsqualität, kalter Krieg, schwierig. So. Was? Wenn Sie nicht genügend Fälle für die Gerberei liefern können, damit diese effizient arbeiten kann, können Sie Arbeiter entlassen, um Lohnkosten zu sparen und gleichzeitig die Rate zu senken, mit der Fälle verbraucht werden. Nein! Das will ich nicht! Ich baue lieber noch ein Rinderdingens. Das muss optimalst, das muss laufen einfach. Wir brauchen Überproduktion. Oh, was ist denn hier oben los? Oh, das ist nicht gut. Was macht dieses Tutorial mit mir? So, hier, da wird Alvaro... ist gefeuert. So, und jetzt? Ausländischen Arbeiter einstellen. Ah, ne, ist schon besetzt. Wie, was, wo? Ach, Platz schließen, so rum. Kommt da einfach einer nach. Okay, ich wollte gerade einen ausländischen Arbeiter einstellen, das wäre lächerlich. So, Arbeitsmodi. Einige Gebäude können in verschiedenen Arbeitsmodi betrieben werden, welche den Betrieb des Gebäudes beeinflussen. Sie können bestimmte Aspekte verbessern und gleichzeitig andere verschlechtern. Manchmal verändern sie den Hauptzweck des Gebäudes komplett. Im Gegensatz zu Verbesserungen können diese jederzeit gewechselt werden, sodass sie auf sich verändernde Umstände reagieren können. Überprüfen Sie die Arbeitsmodi der Gebäude, die Teil der Lederexportkette sind, um die Performance des Arbeitsablaufs zu verbessern. Stellen Sie den Arbeitsmodus der Hafenlage von Spürhunde auf reguläre Kontrollen. Stellen Sie den Arbeitsmodus der Rinderfarm auf humane Ausbeutung. Gut, humane Ausbeutung finde ich gut. Hafenanlage. Von Spürhunden auf reguläre Kontrollen. Senkt die verursachte Kriminalität in der Hafenanlage. Verringert die Effizienz. Okay. Reguläre Kontrollen heißt natürlich, wir spazieren da mal durch.
Und hier Weidenprohibition. Die Farm senkt in ihrer Nähe nicht die Fruchtbarkeit, senkt die Effizienz. Was? Das Gebäude wird auf Basiseinstellung. Humane Ausbeutung. Es gibt so viele Wege, die Früchte von Tropicos Wirtschaft zu entsaften. Routen für eine bessere Bezahlung eintauschen. Versorgungsketten für mehr Spaß und Profit optimieren. Arbeiter feuern, um Geld zu sparen. Oder Zellen aus Schadenfreude abbauen. Nicht zu vergessen, neue Ausrüstung einbauen und den Produktionsauftrag eines Gebäudes ändern. Ihr habt die Macht dazu, Präsidente. Immer. Zurück zum Hauptmenü. Fahren Sie mit dem nächsten Kapitel. Ja, komm. Oder? Ja, machen wir mal.